Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um Flächeninhalte eines Parallelogramms. Wir werden die Formel kennenlernen, wir werden selber auf die Formel kommen. Das Wichtigste ist, dass wir die Formel verstehen werden und somit werden wir die Formel auch nicht vergessen. Also bleibt mit. Flächeninhalt eines Parallelogramms ist wirklich einfach. Kommen wir zu den Erklärungen und Beispielen. Wir haben einmal dieses Parallelogramm hier. Wenn wir eine Figur haben, von der wir den Flächeninhalt nicht ausrechnen können, versuchen wir diese Figur in einer Form zu bringen, von der wir den Flächeninhalt ausrechnen können. Es klappt nicht bei allen Figuren, aber hier zum Beispiel würde es funktionieren. Ich kann das Parallelogramm einmal hier in die Höhe teilen, dann habe ich dieses Stück. Dieses markiere ich und bringe das auf der anderen Seite. Somit habe ich ein Rechteck, der denselben Flächeninhalt hat wie das Parallelogramm davor. Wieso hat er denselben Flächeninhalt? Weil ich habe an einem Stück nichts geändert. Ich habe es nur von dem einen Ort zum anderen verschoben. Hinzugefügt oder abgenommen habe ich nicht. In einem Rechteck sprechen wir natürlich von der Seite A und B. Flächeninhalt eines Rechtecks ist A mal B. Kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass Flächeninhalt eines Parallelogramms A mal B ist? Naja, es wäre aber nicht ganz so richtig, weil in einem Parallelogramm sprechen wir nicht von der Seite A und B, sondern sprechen von der Höhe H, die Höhe, und von der Grundseite G, die Grundseite. Und somit ersetzen wir A und B und die Formel würde lauten G mal H. Wichtig hierbei ist, dass alles Grundseiten sein können. Das heißt, das, wie das davor war, das hier ist auch eine Grundseite. Das hier kann eine Grundseite sein, das hier kann eine Grundseite sein, das hier kann eine Grundseite sein und das hier kann eine Grundseite sein. Aber man nimmt immer die längere als Grundseite, weil das dann einfacher zu berechnen ist. Kommen wir zu den Aufgaben. Berechne den Flächeninhalt. Das ist jetzt wirklich die einfachste Aufgabe, die man bekommen kann zum Flächeninhalt berechnen. Stopp das Video, versucht das zu lösen. Wir lösen das jetzt einmal zusammen. Ihr merkt hier, ich habe überall natürlich Grundseiten, aber ich weiß nur von der Grundseite die Länge und von der Höhe auch die Länge. Das heißt, ganz einfach, als erstes die Formel G mal H und dann 7 mal 15 und das Ergebnis wäre 105 Quadratmeter. Das Grundstück ist 150 Quadratmeter groß. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.